So, und da herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind ja manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert. Und wir haben ja mittlerweile schon einen Punkt festgenommen. Eingenommen. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ich gehe mal hier hoch. Das Gebäude kennen wir ja. Da wollten wir schon mal hoch, aber da wurden wir erwischt hier. Jetzt ist er natürlich ein Polizist wieder so. So. An alle, eine fahr ich, glaube ich, hier mal hoch. Auf dem Weg zu seinem Standort. Nur würde sie nicht noch mehr Leute sind. Aber rein theoretisch sollten ja eigentlich keine Leute mehr sein. Wer will denn keine Smart City? Wie hoch komme ich hier denn noch? Finaler Rettungsschuss. Oh. Ja, hier bleibe ich einfach jetzt sitzen und warte bis, suche mir gleich mal ein schönes Auto. Ich gleich mal das da. Unsere Steuersysteme wurden gestört. Wir brechen ab. Wir sehen ihn nicht mehr. So. Nur warten, bis der Heli weg ist. Sehen die mich? Das macht Spaß. Ich habe schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Bin mir nicht sicher, ob die mich sehen. Keine Ahnung, ob die mich sehen. Du hast keine Chance mehr. Helikopter reiche ich nicht. Richtig, hat das Fahrzeug verlassen, wir sind dran. Ein hochleistiges Wagen hat die Versorgung bereits aufgenommen. Wir müssen abbrechen, er hat unsere Schützen erwischt. Ja, das hat natürlich meine Sterne jetzt hochgetrieben. Da kommt gleich der nächste. Schon klar. Glaubst du, Blum stellt mich ein? Ich kann gut mit den hohen Tieren. Ja, ich würde gerne hier irgendwann mal rauskommen wieder. Da wir haben keine Chance, wir müssen hier in dem Zustand raus. Ich möchte es jetzt aber jetzt auch nicht unnötig in Länge ziehen, indem ich hier stundenlang warte. Ja, ganz ehrlich, wenn das die letzte Mission ist, dann bekommt das jetzt dann bekommt dieses Spiel von mir noch eine viel schlechtere Wertung. Hoffentlich klappt das. Es klappt. PA2 ist auf dem Weg. Bestätigt. Ein SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Okay, 400 Meter. Wir haben ihn. Wir fordern vollständigen CTOS-Zugang an. Neue Freigabe erteilt. Wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hinter mir irgendwo. Da runterspringen kann ich nicht, das habe ich letztes schon versucht. Ja, wir haben Sichtkontakt verloren. Versuchen ihn wieder herzustellen. Verzeihung? Hä? Was war das denn gerade? Eigentlich war das was, ihr habt's gesehen.
Okay. Damien manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. Hier Leitstelle. Das CDOS hat Verdächtige lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Flugfahrer. Oh, nicht böse Ruhe. Eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Hi, sofort! Okay, jetzt muss ich gucken, wie komme ich darüber? Jetzt geht er ganz böse nach hinten los, das, ja, das war mir klar. Schon ran. Wer will denn keine Smart City? Okay. Sieht aus, als hättest du deine Hackerbraut gar nicht gebraucht. Das war jetzt ein echt böses Kommentar. Virus ist fast vollständig oben. Virus ist oben. Ich sehe, was du tust. Lädst einen kleinen Virus hoch, er schnüffelt herum und findet mich. Dann kommst du und verhaust den Trüppel. Stimmt das? Ich hätte gedacht, deine Hackertour, sie hat dieses kleine Ding entwickelt, aber... Ist ja tot. Na, probier's aus, ey. Und dann kannst du im nächsten Leben damit angeben. Du musst hier unbedingt weg. Wir stecken zu viel ein. Brechen ab. Pferdereitmaschine, klasse. Warum nicht? Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert ein Problem. Dich. Und behebt es. Ich glaube nicht, dass dein Netzwerk mich behebt. Dann sind es die Polizisten, die du mich einfach mal... verfolgen lässt. Dein Netzwerk alleine könnte mich niemals besiegen, aber okay, bild du ruhig weiter was auf deine Künste ein. What the... Wow, was war das denn jetzt so? Halt's Maul. Na endlich. Okay. Wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Wir sind unterwegs und treffen gleich im Zielgebiet ein. Ich hier rüber. Oh, rot. Okay, ich warte jetzt hier unten und dann sollte ich so schnell wie möglich hier verschwinden. 40 Sekunden, das wird heftig. Ich glaube, ich verliere alle 10 Sekunden einen Stern. Oh ja. Nein. Nein. Okay, nochmal 50 Sekunden warten. Tut mir leid, liebe Freunde, wir warten ja die ganze Zeit nur. Wir können aber nichts anderes machen. Uns bleibt leider nichts übrig, weil das Spiel so wundervoll ist, dass man hier einfach nur warten kann. Ich werde, sobald wir in Sicherheit sind, kommt sofort der nächste Hack.
Wo bin ich denn? Ich muss eigentlich auf die Straße hoch, auf der ich gerade nicht bin, und dann einmal komplett durchfahren. Wusstest du, dass die meisten Menschen das CTOS-Log umfragen für sicher halten? Das nenne ich gute PR. Mal sehen, wie die das schönreden. Noch 8 Sekunden. Jetzt kann eigentlich nur noch hier einer runterfallen aus Versehen und mich nicht aus Versehen wieder aufspüren. Das Typische. Kann ich eventuell... Ich kann über Wasser da antanzen. Das ist doch die Option, einfach übers Wasser drüber. Nein. Nicht auch noch Wasserscans. Lass mich, verarscht mich nicht. Wieso soll man denn diese ganzen Scans ausweichen, Alter? Leitstelle, wir haben Treffer beim CTOS-Scan. Flüchtiger gefunden. Wir haben euren NS. Unser Vogel wurde gehackt. Wir hauen hier ab. Okay, dann muss ich es halt so machen. Da... Ihr Vogel kann mich ja nicht einholen. Nur die Autos sind ein Problem. An alle. Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Hier kommt das gute Stück wieder an. Tausend Meter noch. So. Ja, noch 800 Meter sollte ich jetzt schaffen, ohne dass der mich findet. Wenn ich Glück habe, bekomme ich sogar außerhalb der Reichweite. Ah, dann werde ich ansonsten sofort wieder gesucht. Besucht euch entkommen. Gib sofort ein Täterprofil in Umlauf. 400 Meter. Auch kein erneuter Hack. Da ist der neue Hack. Das war so klar, dass ich springe hier runter. Wir haben ihn im Auge. Er nimmt den Kanal. Leitstelle, wir haben ein technisches Problem und kommen jetzt zurück. Er ist auf dem Wasser. Dranbleiben, LS. Verdächtig ist uns erwischt. Starten neue Suche. Go, 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 go. Wo ist der Heli? Ich sehe den Heli nicht. Unser Vogel tickt rum. Wir müssen zurückfliegen. Das ist ein Punkt. Wir haben hier Feindfeuer. Wir nehmen ein neues Feuer und Schützen erwischt. Wir ziehen uns zurück. Sehr schön. Vogel ist ausgeschaltet. Jetzt muss ich nur noch rechtzeitig diesen Heckpunkt erreichen. Und ich glaube, dann muss ich auch noch den, meinen Kumpel wiederfinden. Wir brauchen jetzt die TOS-Zugang. Gleich kommt wieder ein neuer Heck, glaube ich. Ah ne, noch nicht, aber... Da kommen gleich die Autos um die Ecke, deswegen muss ich ganz schnell schaffen. Na super. Das ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich unkontrolliert.
Sicher, dass sie sich so unkontrolliert verbreiten, wie du glaubst? Wir haben technische Probleme hier. Komm zurück zur Basis. Keine Spur von Verdächtigen. Wir schauen nochmal. Schütteln sie alle Verfolger ab, bevor sie das CTOS hacken. Na klasse. Okay, hier muss ich eigentlich nur warten. Bis meine Sterne weg sind jetzt. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hacken. Hier vielleicht würde ich nicht anlocken sollen, wenn ich verschwinden will. Denn hier aus sieht man mich ja nicht. Check die Überführung. An alle, Verdächtiger noch in der Nähe, finden wir ihn. Ich finde es gut, dass sie nicht wirklich rumlaufen, sonst müsste ich mich umbringen. Ich glaube, da muss ich rein dann. Hier PH2 fordern Umleitung des Luftverkehrs an. Oh oh. Vielleicht fliegt er auch zu Fuß. Alles klar, ich gehe da lang. Bereich ist sauber. Oh! Officer verletzt! Wir schlagen zu. Super. Da ist ja nur ein Sniper. Halt mehr aus. Na komm her. Mein Ruf ist ehrlich gesagt gerade scheißegal. Wo ist der? LS, verloben ist nicht versehen. Gebt den Jungs unten Bescheid. Schüsse! Schüsse! Verdächtiger vor Ort, wir sehen ihn. Okay, jetzt wird's echt kompliziert langsam. Müssen wir langsam mal die ganzen Leute loswerden hier. Und jetzt reicht's aber langsam hier, komm. Haben schwere Schäden, verziehen uns. Bist du wirklich im Leichensack von hier weg? Bleibt mir eine andere Wahl? Oh. Leitstelle, hier spricht PH2, nähern uns dem betroffenen Gebiet.
Jetzt muss ich irgendwie die restlichen, die jetzt noch kommen. Ohne gesehen zu werden killen. Der ist schon mal tot. Muss einer genau vor mir sein. Okay. 10 Sekunden noch. Komm, und dann habe ich es geschafft. Und der Rest haben ihn verloren. Das war's für heute. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aus, Aiden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Okay. Ich dachte, wir müssen hier rein. Auch nicht schlecht, dann gehen wir halt nicht hier rein. Jetzt wird's so langsam sehr interessant. Jetzt bloß nicht auffallen. Nur nicht auffallen, deswegen fahren wir durch den Park, dass es nicht so auffällig ist. Okay. Dann wollen wir mal langsam zu unserem Ziel geraten. Ich hoffe ja sehr. Ah, okay, ist nicht so weit weg. Super. Oh, da war ein Auto. Gut, dass ich nicht auffalle. Da, wo alles begonnen hat. Ah. Ich verstehe. Verstehe, da. Aiden, hier ist Wappel. Hier sind Dessel. Wir haben ihn beobachtet. Ihr wisst, was du tust. Du durchtrennst die CDOS-Zeitungen. Genießt die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CDOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert Dessel die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein. Davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Alles klar. Wir arbeiten jetzt also mit den... das ist ein Moment. Wir arbeiten jetzt also mit DedSec zusammen. Ich muss das da unten öffnen, okay.
Na dann. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann T-Bone das ganze System rebooten. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Gute Nacht. What the fuck? Wir haben gerade eine gesamte Stadt lahmgelegt. Wir haben die ganze Stadt lahmgelegt, Alter. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Hm? Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Und wie wir dich kriegen werden, nachdem die ganze Stadt lahmgelegt ist? Frag mich, das ist keinen interessiert. Die haben so alle gesagt, ja, Strom ist weg, aber... Also trotzdem fahren alle noch ein normales Auto. Das sieht Leute anscheinend gar nicht. Ich würde jetzt so irgendwie so eine Szene einbauen, wo alle aus den Autos aussteigen, irgendwie jeder irgendwie komisch in der Welt rumguckt. Nanu? Bist du etwa da drüben? Interessante Position, Damien. Interessante Position. Hey, pass auf! Na dann. Jetzt hält uns keine Polizei und nichts mehr auf. Nur noch ich und er. Das ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. So. Natürlich ist auch hier wieder alles komplett überwacht und sicher und ach, was weiß ich nicht alles. Na, hier komme ich gar nicht lang, siehst du? Und es regnet melodramatisch zu den letzten Augenblicken. Wollen wir noch mal schauen, wo wir reinkommen. 100%ig wieder übertrieben schwer gemacht. Wie kennen wir Watch Dogs sonst? Oh, Moment. Ah, ich hätte gleich da anlegen sollen. Ach so, okay. Na, auch egal. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Tja. Du hast die Stadt erledigt. Ich musste nur eingreifen.
Na dann. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Ich erwarte ja einen Hinterhalt hier oben. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, in welcher Form. Komm schon. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey! Fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr beide nehmt alles zu persönlich. Das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück, bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Das war's dann also mit Watch Dogs, meine lieben Freunde. Ich habe mir schon gedacht, dass es bald vorbei sein wird. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Schön rausgeredet. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen,
in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte noch smarter. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch? Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. So, ich denke mal, dass... Dedsec hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unser Ruf von Schwächlingen wird stark geschwächt. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Die Suche nach dem Selbstjustizverbrecher, der als der Fuchs bekannt ist, geht weiter. Aus den oberen Rängen der Chicagoer Polizei werden Stimmen lauter, die härtere Strafen fordern für jene, die das Recht in die eigene Hand nehmen. Jeder, der es den Gesuchten gleich tut, wird mit allen Mitteln des Gesetzes strafrechtlich verfolgt. Während sich Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blooms PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind. Aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet. Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Kommt jetzt noch was? Kommt immer noch was. Eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei. Scheiße. Ich wusste es.
für tot. Ich wusste, dass du kommst. Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oh, fuck, Mann. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Glaubst, es ist vorbei? Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker! War's das dann? Es wird sich nie ändern. Eins, zwei, drei, fünf. Eins. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Wir haben ihn nicht umgebracht. Im Endeffekt bringt es uns jetzt auch nichts mehr und ja. Darum habe ich ihn jetzt einfach mal nicht erschossen. Ja, liebe Freunde. Ich weiß nicht genau, was ich zu dem Let's Play sagen soll. Ihr habt sicher mehrmals mitbekommen, ich hatte öfters Probleme damit, dieses Spiel zu spielen, hat mich sehr aufgeregt in dem Spiel. Ich fange mit dem Negativen am besten an. Also, diese ganzen Schießereien, die innerhalb des Spiels passiert sind, ich meine, in einem gewissen Maß ist cool und so mit ein paar Gegnern wäre das voll genial. Aber es waren einfach 5 Trilliarden Gegner. Du hattest Munition bis zum Abgrenzen. Wir haben nie Munitionsmangel gehabt, obwohl es Munition gab, meiner Meinung nach. Also ich dachte so. Du brauchtest keine neuen Waffen kaufen. Die Anfangswaffen haben vollkommen ausgereicht. Weiß nicht. Die CDOS-Hacks und so ein Spaß, das kam gar nicht richtig zur Geltung. Du hast gar nicht... Ich meine, ich bin durchgerannt mit der Pistole. Das hat im Endeffekt genauso gut wie die CDOS-Hacks, weil ich bei dem Hacken trotzdem erwischt wurde. Von da aus hat das keinen Sinn gemacht. Ja, das waren eigentlich meine negativen Dinge so zum Spiel. Meine positiven Dinge, ich muss es einfach sagen, die Grafik von dem Spiel ist mega genial, das kann ich nicht anders sagen. Auch die Story, ganz ehrlich, die Story ist mega geil. Vielleicht hätte es so ein bisschen ausgefeilt werden an der Sache können mit der Schwester oder so, dass man vielleicht die Schwester dann nochmal wieder sieht oder so. Aber sonst ist die Story mega geil, aber durch diese ganzen Fights und so überall Feinde, man kam nicht richtig in die Story rein, das recht nicht, wenn man alle nur einmal pro Woche gespielt hat, wie ich jetzt. Dann, weiß nicht, dann ging die Story vollkommen verloren. Im Endeffekt konnte man jetzt nochmal drüber nachdenken. Ja, an der ganzen Uploads, die jetzt hier gefolgt haben, in der ganzen Fernsehsendung. Aber ansonsten ist die Story vollkommen für den Arsch gewesen, dadurch, dass so viele Kämpfe zwischendrin waren. Ja, grafiktechnisch sehr cool. Auch das Spielvergnügen ist auf jeden Fall da. Es gibt ja Online-Hacking und was weiß ich noch alles. Man kann alles machen, wenn man es möchte. Ich fand es nicht so toll, weil allgemein, weil mich das Spiel dann doch ein bisschen aufgeregt hat wegen den ganzen Kämpfen und so. Ich werde es auch nicht mehr machen. Die Musikdinger waren cool, schade, dass ich alles rausschneiden muss wegen YouTube. Ihr habt deswegen kaum Musik aus den Autos gehört, waren echt geile Titel dabei, auch von von bekannten Bands. Namen fallen mir gerade nicht ein. Tja. Schade, schade. Meiner Meinung nach
hätte man sich das mit dem Kämpfen besser überlegt. Mehr auf Munition geachtet, weniger Gegner, dafür vielleicht harte Gegner, so Bossfights oder so. Dann wäre das vielleicht viel cooler gekommen als das. Vielleicht mehr solche interaktiven Dinger wie am Ende jetzt mit dem, wo wir den Damage anlegen mussten. Mehr davon, das wäre einfach mega geil geworden. Also wenn ihr wirklich einen zweiten Teil raushaut, vielleicht mit dem, was jetzt kommt, dann überdenkt das, dann ist das nächste Spiel vielleicht wirklich genial. Aber ganz ehrlich, das Spiel, was ihr hier geliefert habt, ist meiner Meinung nach keine 70 Euro wert. Den Preis würde ich eventuell auf 45, 50 Euro bemessen, das würde okay sein. Aber 70 Euro ist für das Spiel leider noch zu viel Geld. Meine subjektive Meinung, jeder hat eine andere Meinung. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Spiel gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Damen. Ich habe das Spiel trotzdem genossen, auch wenn ich mich aufgeregt habe und auch wenn es Fehler gab, meiner Meinung nach. Ich habe das Spiel trotzdem genossen. Ja, und das nächste Spiel wird auch wieder ein Shooter sein, aber ein Shooter der anderen Art. Etwas, was ich lange mal machen wollte, aber noch nie geschafft habe. Also bis denn, adios meine Freunde und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ah ja, stopp. Und ich wollte mich noch ganz kurz entschuldigen dafür, dass öfters mal jetzt keine Let's Plays rauskamen. Die Woche, wo ich im Urlaub war, verpatzt habe, das Video hochzuladen, um euch das Bescheid zu geben. Dann ab und zu mal einen Tag, wo kein Video hochkam, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Sorry, ich hoffe, es bessert sich in nächster Zeit wieder. Es ist momentan echt viel Stress und so und viel nebenbei. Ich mache jetzt Führerscheinprüfungen, dann fange ich meinen neuen Job an, dann muss ich Bewerbung schreiben für mein neues Ding. Dann geht's in die Schweiz oder nach Österreich, je nachdem. Und ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt. Ich hoffe einfach, dass ihr es verstehen könnt, wenn ab und zu mal ein paar Tage. Oder wenn ich ab und zu mal auf Facebook dann kommentiere, Leute, heute kommt leider davon kein Let's Play raus. Ich meine, kein Let's Play ist perfekt, auch die großen Let's Player hauen mal einen Tag lang nichts raus. Bei mir ist es natürlich noch ein bisschen öfter, aber ich bin nun mal ein kleiner Freizeit-Let's Player, der es nicht beruflich macht. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, solche Kommentare wie das eine, ich habe so ein privates Kommentar gefunden, wo ich beschimpft wurde, weil ich kein Let's Play rausgebracht habe, was für ein schlechter Let's Player ich wäre. Leute, ich mach's hobbymäßig und ich künde an, wenn ich Let's Plays nicht raushaue. Da sind mir solche Kommentare, die tue ich einfach nur löschen. Sowas ist dämlich. Ich habe mich in keiner Weise verpflichtet, die Let's Plays hochzuladen. Ich gehe zwar für mich selbst in kleiner Verpflichtung ein für die Let's Plays, dass ich die wirklich täglich hochlade und euch versuche, einen schönen Tag zu machen damit. Weil ich bin ein Mensch, der es gerne sieht, wenn andere Leute sich amüsieren und wenn es mit Let's Plays sind. Darum habe ich ja auch das Let's Play-Hobby mit angefangen. Aber solche Mails, ganz ehrlich, das tue ich ignorieren und installöschen. Gut, das nochmal am Ende. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und bis morgen. TOS, ein erfolgreiches Jahr. Es geht noch weiter. CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS. Die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Okay, das war's. Tschüss.